Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Jetzt ist die Senatsbank nur noch einfach besetzt. Das finde ich, Herr Henkel findet, das reicht. Okay, das lasse ich mal so stehen. Das Thema sollte eigentlich wichtig genug sein, dass nicht nur ein Senator hier sitzt. Aber ich halte trotzdem hier meine Rede. Sie können es den Kollegen ja erzählen. Die Rechte von Flüchtlingen zu stärken und ihnen frühzeitig eine Integrations- und Bleibeperspektive zu bieten, das ist unser Anspruch an die Berliner Flüchtlingspolitik. Diese von Rot-Rot Anfang der 2000er Jahre eingeleitete Neuausrichtung wurde und wird von breiten Teilen der Bevölkerung getragen. Seit dem Antritt der SPD-CDU-Koalition allerdings werden die erreichten Standards aufgeweicht und abgebaut. Ein Großteil der Flüchtlinge lebt wieder in Sammelunterkünften. Der Senat plant und baut inzwischen große Containersiedlungen und bringt Flüchtlinge in Turnhallen unter. Viele neue Notunterkünfte und die, vorsichtig gesagt, unglückliche Kommunikation über deren kurzfristige Einrichtung erschweren oder verhindern gar Willkommenskultur und nachbarschaftliche Solidarität und Hilfe. Das ist Ihre flüchtlingspolitische Bilanz. Keine Frage, immer mehr Flüchtlinge müssen untergebracht werden. Aber hätte der Senat der absehbaren Entwicklung nicht zu lange tatenlos zugeschaut, wären die aktuellen Lösungen vermeidbar gewesen. Die Strategie des Senats, sich ausschließlich auf Sammel- und Notunterkünfte zu konzentrieren, ist falsch. Zwingende Voraussetzung für gelingende Integration ist dagegen, dass auch geflüchtete Menschen in Wohnungen leben, wie alle anderen auch. Wer Flüchtlinge stattdessen in Heime oder gar Containerlager steckt, nimmt ihnen die Menschenwürde, demoralisiert sie und verhindert, dass sie schnell in diese Gesellschaft hineinwachsen. Gemeinschaftsunterkünfte zu vermeiden und Flüchtlingen von Anfang an ein Leben in Wohnungen zu ermöglichen, das muss deshalb für uns alle absolute Priorität haben. Auch bei schwierigen Rahmenbedingungen kann es gelingen, dieses Primat umzusetzen und genügend Wohnraum für Flüchtlinge zu erschließen, nämlich durch eine konsequente Neuausrichtung und Nutzung der wohnungspolitischen Instrumente und durch koordinierte Anstrengungen von Senat, Bezirken, öffentlicher Wohnungswirtschaft und Zivilgesellschaft. Flüchtlinge sind von der angespannten Wohnungsmarktsituation und Verdrängung besonders betroffen. Die Erhaltung bzw. Bereitstellung preiswerten Wohnraums hat der Senat in den letzten 3 Jahren trotz zunehmender Anspannung vernachlässigt. Der Senat hat weder vorhandene Instrumente wie zum Beispiel das Kontingent der Kooperationsvereinbarung Wohnen für Flüchtlinge ausgebaut, noch neue Instrumente entwickelt. Diese Versäumnisse treffen alle benachteiligten Gruppen auf dem Wohnungsmarkt, nicht nur die Flüchtlinge, aber diese besonders. Gefragt ist also im Kern ein Konzept zur sozialen Wohnraumversorgung unter besonderer Nutzung städtischer Liegenschaften und der Ressourcen der öffentlichen Wohnungsunternehmen. Das Thema Wohnen für Flüchtlinge muss in die wohnungspolitischen Initiativen des Senats nicht nur aufgenommen werden, sondern es muss eine zentrale Rolle dort haben. Und hierfür nenne ich Ihnen jetzt einige Beispiele aus unserem Antrag. Das Kontingent der Wohnungen für Flüchtlinge muss erhöht und zusätzliche Kooperationspartner, zum Beispiel die Berlinovo oder Genossenschaften oder große Private, müssen gewonnen werden. Mehr Wohnungen für Flüchtlinge werden in die Vorgaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaften aufgenommen, die dafür im Gegenzug mehr Eigenkapital erhalten. Temporäre, zum Beispiel sanierungsbedingte Leerstände bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften, gegebenenfalls auch bei anderen Vermietern, werden für Zwischennutzungen aktiviert. Geeignete, nicht mehr benötigte Fachimmobilien werden unkompliziert und zügig hergerichtet. In der Wohnraumförderung und bei der Vergabe städtischer Grundstücke wird die Bereitstellung von Wohnungen für Flüchtlinge einbezogen und besonders gewichtet. Flüchtlinge erhalten einen Wohnberechtigungsschein wie jeder andere und werden bei der Anmietung unbürokratisch unterstützt. Ebenso freie Träger, wenn diese als Vermieter für Flüchtlinge agieren. Und nicht zuletzt sollte das für Unterbringung zuständige Landesamt selbst Wohnungen anmieten können. Was wir hier vorschlagen, das ist keine Zauberei oder höhere Mathematik. Es geht um ein integriertes Konzept und darum, nicht eine nachgeordnete Landesbehörde, freie Träger, überraschte Bezirksämter und Unterstützergruppen sowie letztlich die geflüchteten Menschen mit dem Problem allein zu lassen.
Der Senat steht insgesamt hier in der Verantwortung mit dem regierenden Bürgermeister an der Spitze. Vielen Dank.